Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem weiteren Referat im Rahmen unserer Vortragsserie Alternativen. Ich muss sagen, ich bin überwältigt, wie zahlreich Sie heute Abend erschienen sind, in Anbetracht des hochsommerlichen Wetters draußen. Und ich danke Ihnen auch, dass Sie damit auf das Reinschwimmen verzichtet haben. Herzlich willkommen bei uns. Einleitend zwei, drei Worte noch zum Felix-Platter-Spital. Sie sehen ja draußen, das Gerüst ist beinahe fertig in unserem neuen Spital. Es ist so, es geht jetzt noch genau 5 Monate, bis wir das Haus übernehmen können. Wobei eröffnet wird es erst am 1. April 2019. Aber wir sind jetzt wirklich da im Endspurt beim Innenausbau und ich kann Ihnen sagen, es kommt sehr, sehr schön, sowohl draußen wie auch drinnen im Haus. Der Fokus vom Leistungsangebot vom Felix-Platter-Spital liegt bei den Themen Kognition, Mobilität, Ernährung. Und ich werde dann heute Abend von Professor Kressig hören, dass diese Dinge alle irgendwie zusammengehören und zusammenpassen. Wir bieten hier im Haus Prävention, Frühdiagnostik, Diagnose, Behandlung und Therapien an und auch Rehabilitation. Und wichtig, das habe ich auch an den letzten Vorträgen gesagt, wir sind einzigartig, das Felix-Platter-Spital, im Sinne, dass wir unter einem Dach sowohl die Akutgeriatrie, die Rehabilitation und auch die Alterspsychiatrie vereinigen. Und wir forschen auch, wir lehren auch bei uns und wichtig, das werdet ihr dann auch heute hören, es braucht nicht immer nur Medikamente, damit man gesund bleibt im Alter, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten nicht medikamentöser Natur. Und was auch wichtig ist, was ich sagen möchte, da wir lehren und forschen, werden sämtliche Erkenntnisse oder neue Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse bei uns im Alltag umgesetzt. Also ihr könnt immer davon ausgehen, dass wir hier im Felix-Platter-Spital an vorderster Front mit dabei sind, was die medizinischen Entwicklungen anbelangt. Damit übergebe ich Ihnen das Wort an Professor Kressig und wünsche Ihnen einen spannenden, unterhaltsamen Vortrag. Das brauche ich nicht, aber passt. Ja, meine Damen und Herren, auch mich überwältigen Sie ziemlich in Ihrer Zahl. Es ist tatsächlich ein Thema, ich glaube, das bewegt, das auch mich bewegt. Und ich glaube, da sind wir alle im gleichen Boot. Jetzt, die mich etwas kennen, ein Referat zu beginnen mit einer Lebensweisheit oder einem abgedroschenen Zitat, das ist eigentlich etwas, das ich nie mache. In der Vorbereitung des heutigen Referats, muss ich Ihnen aber gestehen, bin ich etwas von dieser Regel abgekommen und möchte eigentlich, weil alles, was ich Ihnen in der Folge darstellen werde, dies unter den Titel Mens Sana in Corpore Sano stellen. Dieses Zitat oder diese Aussage zur Gesundheit, zur menschlichen Gesundheit, ja, geht weit zurück ins erste Jahrhundert nach Christus und wenn man da sich überlegt, der römische Dichter Juvenil, ich werde Ihnen das nachher zeigen, was die Wissenschaft hierzu produziert hat, hat sozusagen 2000 Jahre Neurowissenschaft vorweggenommen. Wenn er nämlich vom Gleichgewicht zwischen Seele und Körper spricht, und der gegenseitigen Wechselwirkung, wie das eine das andere beeinflussen kann. Nun, dass wir da lebensmäßig als Lebewesen, als Menschen etwas Spezielles sind, ich glaube, davon gehen wir alle aus. Als Beispiel eine Situation, die zeigt, dass das nicht bei allen Lebewesen so ein enges Verhältnis zwischen Kopf und Bein ist. Eine Geschichte aus dem Mittleren Westen, aus USA, wo, Sie sehen es hier, ein Hahn tatsächlich kopflos während 18 Monaten in der Gegend herumspaziert ist. Nun werden Sie sich fragen, was ist da passiert? Vielleicht haben Sie auch mal schon assistiert auf einem Bauernhof,
wenn ein Huhn geschlachtet wurde, man hat es geköpft und Sie haben vielleicht beobachtet, dass so eigentlich trotz der Köpfung dieses Huhn noch ein paar Sekunden, ja, allenfalls sogar im Raum, wo das geschehen ist, herumgeflattert oder herumspaziert ist. Nun, hier haben wir eine ganz spezielle Situation, also auch hier wurde dieses Huhn oder besser gesagt diesen Hahn geschlachtet und geköpft und offensichtlich genau am Ort, wo er dann noch länger herumgehen konnte und in dem Sinn also nicht an den Folgen dieser Köpfung gleich gestorben ist. Nun, dieser Hahn musste sich ja auch ernähren, also 18 Monate ohne Nahrung, also das hält selbst ein Hahn nicht aus. Und also es hat sehr schnell einen Fanclub zu diesem Phänomen gegeben, wie das halt so etwa passiert in Nordamerika. Und wenn Sie jetzt glauben, ich hätte diese Geschichte erfunden oder noch mehr Details dazu wissen möchten, Mike, so hieß dieser Wunderhahn, hat eine eigene Webseite, www.mikethehadlesschicken.org. Da können Sie alles nachlesen. Also das einfach etwas zur Illustration, ja, Kopf, Bein, Hirn, Körper, ja, nicht bei allen Lebewesen ist das so in einem engen Verhältnis. Bei uns Menschen können wir heute dank modernster Bildgebung, ich habe da einiges mitgebracht, sehr wohl nachweisen, dass alles, was wir machen mit dem Körper, irgendwie im Hirn dazu abgebildet ist. Ich habe Ihnen hier zwei Hirnbilder mitgebracht. Das sind Bilder, die zeigen, wo im Moment das Hirn aktiv ist. Sie sehen diese Farben, diese gelbe Farbe, dort ist das Hirn aktiv. Und zwar ist das Hirn hier das Hirn eines Medizinstudenten, den wir so in den Scanner gelegt haben. Und auf der linken Seite hier haben wir die Aufgabe gegeben, im Scanner liegend den Kopf um Himmels Willen nicht bewegen, weil sonst kann man gar nichts mehr messen. Aber er musste im Scanner liegend den Finger abwechslungsweise 2, 3, 5 auf dem Daumen, was ich Ihnen hier vormache, machen. Eine einfache motorische Fingerübung. Und Sie sehen, wie sich das Hirn dabei eben aktiviert hat. Sie sehen das hier auf der linken Seite. Jetzt sehen Sie ein anderes Bild, das relativ ähnlich aussieht, auf der rechten Seite. Was haben wir hier dem Medizinstudenten gesagt, was er machen soll? Hier haben wir ihm gesagt, jetzt machst du diese Aufgabe nicht, sondern du stellst sie dir lediglich vor. Und wenn Sie die beiden Bilder miteinander vergleichen, ich hoffe, Sie sind mit mir einig, das sieht sehr ähnlich aus. Die Konsequenz dieser Erkenntnis wird heute längstens übersetzt in die tägliche Routine, zum Beispiel in den Spitzensport, wo neue Techniken, wo neue Bewegungsabläufe von Spitzensportlern zuerst am Video ganz gründlich studiert werden, im Sinne, dass sie sich vorstellen, sie seien die Person im Video und sie würden, ich weiß nicht, den Aufschlag von Roger Federer eben mitmachen. Und ich garantiere Ihnen, und das ist in Forschungen sehr schön beschrieben worden, dass wenn man dann tatsächlich das erste Mal diese neue Aktivität ausübt, man sie bedeutend besser ausübt, schon von Beginn an, als jemand, der sich nicht so vorbereitet hat. Also da sehen Sie die Kraft des Hirns über die Bewegung. Und in dem Sinne, glaube ich, kann man sicherlich verstehen, dass eine einfache Tätigkeit wie das Gehen von A nach B eben eigentlich viel komplizierter ist, als wir uns das gelegentlich vorstellen oder auch bewusst sind. Ich habe Ihnen hier versucht aufzuzeigen, was es alles braucht, um eben aufrecht zu gehen,
zu stehen und sich dann noch dazu anfalls eben zu bewegen. Sie sehen, es braucht eine gute Innenohr-Kleinhirnfunktion, aber wir brauchen auch eine gute Sensibilität in den Füßen. Wir brauchen natürlich Kraft, Muskelkraft und Muskelschnellkraft. Dann aber braucht es auch neuromuskuläre Kontrolle und auch ein Reaktionsvermögen, dass wenn irgendwie plötzlich eine Unebenheit ist, dass wir entsprechend reagieren können. Und wir brauchen auch ein gutes Seh- und Hörorgan. Dass das alles zusammenkommt und vollendet miteinander zusammenspielt, dass es da Hirnleistung braucht, ich glaube, das können wir nachvollziehen. Interessanterweise wurde das einfach in vielen Forschungen bis vor ein paar Jahren nicht integriert. Diese beiden älteren Herrschaften, ich denke, die kennen Sie alle. Jetzt, was denken Sie, wie viel Hirnleistung ist bei der aktuell fotografierten Tätigkeit notwendig? Bitte beachten Sie, also beide tragen noch Hüte, die Queen hat noch eine Handtasche dabei, die sie trägt. Das Schuhwerk bei der Queen sieht man es nicht so ganz. Normalerweise hat sie so Pumps, also mit kleinen Absätzen. Also da auch bezüglich Gleichgewicht sicherlich nochmals eine Herausforderung. Der vormalige Papst, das war ein Prada-Schuhträger, das wissen Sie wahrscheinlich. Und jetzt stellen Sie sich vor in dieser Situation, ein Journalist stellt eine Frage. Was denken Sie, was passiert? Weil Sie gehen nicht einfach geradeaus. Sie sehen, Sie gehen eine Treppe runter. Bleiben Sie stehen, um zu antworten? Oder geben Sie die Antwort aus dem Gehen heraus? Warum nimmt mich das Wunder? Weil ich anhand von diesem Verhalten das Sturzrisiko voraussagen kann. Warum? Es gibt eine ganz einfache Versuchsanordnung, getestet und entwickelt von einer Physiotherapeutin in Schweden. Die Lillemor Lundin hat das erstmals gemacht und wir machen es seither fast jeden Tag. Sie hat ihre Patienten auf dem Weg vom Wartezimmer durch einen langen Gang ins Behandlungszimmer, hat sie was gefragt. Es war immer die gleiche Frage, wie heißt jetzt nur ihr ältester Enkel? Und dann hat sie einfach beobachtet, blieb die Patientin, der Patient stehen, um zu antworten, oder wurde diese Antwort aus dem Gehen rausgegeben. Und sie konnte feststellen, dass 80% der Stehengebliebenen in den nächsten 6 Monaten mindestens einmal stürzten. Also dass da irgendwie ein Problem, eben zu viele Dinge gleichzeitig zu tun, also zu gehen und alle diese Hirnleistung zu leisten, wie ich Ihnen es erklärt habe, bezüglich der Integration aller dieser körperlichen Funktionen, plus noch eine intellektuelle Aufgabe, die dann noch eine Antwort erfordert, das war dann eben zu viel. Und dass das offensichtlich das Sturzrisiko voraussagen kann. Ja, wenn Sie mal bei uns abgeklärt werden, da können Sie jetzt schon üben, dass Sie dann gut abschneiden. Ja, weil das schauen wir an. Also wir schauen, wie gut Sie gehen. Und Sie haben diese 72-jährige Patientin gesehen, wie sie gegangen ist. Und Sie haben gesehen, die ging wie eine Rakete. Und ich denke, mit 72, wenn man so geht, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und das Problem war, sie wurde uns zugewiesen, weil sie bis 3, ja 5 Mal pro Woche stürzt. Und wenn man sie so gehen sieht, also könnte man sich nicht vorstellen, was denn da nicht stimmt. Nun schauen Sie, was passiert, wenn sie nicht nur geht, sondern gleichzeitig noch laut von 50 jeweils 2 abziehen muss. Also 48, 46, 44, 42. Und da haben Sie die Erklärung. Das ist der Grund für Sturzrisiko. Sie sehen also die Schwierigkeit zu gehen und gleichzeitig noch eine kognitive Aufgabe zu lösen. Wir haben diese Patientin abgeklärt, dann bezüglich Hirnleistung und haben festgestellt, dass sie ein Frühstadium einer Demenz hat. Und wir haben das nicht nur bei ihr gemacht, sondern bei über 1100 Baslern. Sie sehen es hier.
sind damit auch in die New York Times gekommen, worauf ich sehr stolz bin. Was haben wir gemacht? Wir haben das Gangbild dieser verschiedensten Baslerinnen und Basler mit ihrer Hirnleistung zusammengebracht. Und wir konnten feststellen, dass gerade diese Gehfähigkeit, die Gehregelmäßigkeit bei gleichzeitigem Lösen von kognitiven Aufgaben, wir nennen das eine typische Dual-Task-Situation, effektiv sehr früh angibt, wenn da was im Anzug ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass das bis 5 Jahre vor effektivem Beginn einer demenziellen Entwicklung gezeigt oder nachgewiesen werden kann. Ja, wir haben hier ein etwas spezielles Instrument, dieser Gangteppich, dies zu messen. Das braucht es aber überhaupt nicht, um diese Dual-Task-Fähigkeit zu evaluieren. Man kann das ganz einfach auch bei Ihrem Hausarzt oder vielleicht sogar bei sich zu Hause mal testen. Es braucht dazu wirklich nicht teures Equipment. Sie brauchen einen Stuhl mit Lehne und mit Seitenabstützungen. Und irgendein Hindernis, das Sie 3 Meter vor dem Stuhl platzieren und dann auf los. Und dann braucht es dann immer 2 Personen. Hat die Person, die das Kommando gibt, eine Stoppuhr oder einfach eine Uhr so bei sich und misst die Sekunden, die es braucht, vom Moment des Kommandos los, wo der Patient dann aufsteht, und zwar nicht im Wettrennen, sondern so, wie er es immer macht, mit Stock, ohne Stock, Rollator, ohne Rollator, nach vorne geht um das Hindernis und wieder absitzt. Und im Moment, wo das Gesäß den Stuhl wieder berührt, dann stoppt man die Stoppuhr wieder und man schaut, wie viele Sekunden hat das gebraucht. Macht man das unter 10 Sekunden, kann man sagen, alles paletti, kein wirkliches Problem in der Mobilität. Ist es drüber, vor allem über 20, dann muss man das weiter abklären, weil da braucht es Interventionen, um die Mobilität wiederherzustellen. Wenn Sie das gemacht haben und jetzt noch wissen möchten, ja, aber wie steht es denn mit dem Hirn, der Hirnleistung und dieser Koordination des Körpers durch das Hirn? Ja, dann macht man eigentlich nichts anderes als die gleiche Aufgabe nochmals. Aber anstelle jetzt des wirklichen Aufstehens und des wirklichen Durchführens der Aufgabe, stellt sich der Patient lediglich vor, er würde das machen. Also ich sage wieder als behandelnder Arzt, los! Und der Patient überlegt sich dann, jetzt gehe ich nach vorne, um den Kon herum, wieder zurück. Und dann sagt er Stopp im Moment, wo er spürt, jetzt sitzt er wieder sicher auf dem Stuhl. Ja, dann haben wir also Sekunden gemessen während der wirklichen Aufgabe, wir haben Sekunden gemessen während der vorgestellten Aufgabe. Jetzt, was denken Sie? Ist diese Sekundenzahl gleich? Ähnlich. Wenn sie ähnlich ist, in der Regel kann ich Ihnen sagen, wir haben das getestet an Hunderten von Leuten, gesunden Leuten, man ist so immer im Geist etwa eine Sekunde schneller. Das ist aber normal. Ist aber tatsächlich man plötzlich 10 Sekunden schneller im Geist als tatsächlich, dann ist das ein Problem. Und zwar ein Problem, das haben wir auch schön publiziert vor einigen Jahren, wo effektiv man dann sagen kann oder sagen muss, dass wie größer dieser Unterschied wird, umso schlechter diese Dual-Task-Performance ist. Jetzt, wir wissen, wo im Hirn dies geschaltet, koordiniert, verwaltet wird. Und ich möchte heute Abend wirklich appellieren, an diesen Hirnteil, den eigentlich nur wir Menschen haben. Es ist der größte Hirnteil, den wir haben. Ich spreche vom Frontalhirn, also was da vorne
drin ist. Es ist interessanterweise entwicklungsgeschichtlich der letzte Hirnteil, der dazugekommen ist, also Schimpansen, also wenn man sagt, Affen sind unsere Vorfahren, haben kein oder ein ganz kleineres Frontalhirn. Und es ist der Hirnteil, ohne den eigentlich praktisch nichts geht. Also dort werden alle komplizierteren Handlungen geplant, dann aber auch gesteuert. Also wenn Sie heute Abend noch Gäste haben, meine Damen, und Sie haben vor, ein tolles Menü zu kochen, kann ich Ihnen sagen, das wird unter der Kontrolle Ihres Frontalhirns passieren. Oder ich weiß nicht, wenn die Herren in interessanten, aber komplizierten finanziellen Verhältnissen ihre Steuererklärung ausfüllen, auch das passiert ihr im Frontalhirn. Oder vielleicht viel schöner, wenn sie dran sind, eine tolle Ferienreise, aber nicht so an ein normales touristisches Ziel planen, also mit viel mal umsteigen und Hotelübernachtungen, bis sie dann dort sind. All das sind Leistungen ihres Frontalhirns. Und das Frontalhirn kontrolliert in dem Sinn nicht nur alle ihre Aktionen, alle komplizierten Aktionen, die sie aufführen, es kontrolliert auch weite Teile der übrigen Hirnareale. Also alles kommt irgendwie dort rein, wird gefiltert und zum Beispiel das Gedächtnis, also dass Sie sich jetzt an den heutigen Abend noch in ein paar Wochen erinnern werden, das entscheiden Sie heute Abend in Ihrem Frontalhirn, weil im Frontalhirn auch Ihre Gefühle sind. Da empfinden Sie, ob was gut, was schlecht, etwas enervierend, eben mit Emotionen einhergeht. Und ich kann Ihnen sagen, ob schlecht oder gut, solange Sie Emotionen haben, also dass Sie da mitgehen, gefühlsmäßig, das erlaubt Ihnen, sich später daran zu erinnern. Wenn Sie einfach so gefühllos heute Abend da rausgehen, da kann ich Ihnen versprechen, in ein paar Wochen wissen Sie nichts mehr davon. Also die emotionale Involvierung ist ganz entscheidend, auch Dinge, neue Dinge zu lernen, neue Dinge zu behalten. Ja, ich weiß nicht, haben wir Do Health-Partizipanten im Saal? Teilnehmer an der Do Health-Studie? Ah, ich sehe da einige Arme, die raufgehen. Sie wissen wahrscheinlich, dass Donna Leon Patronin ist dieser europäischen Gesundheitsstudie, die Ende letzten Jahres offiziell zu Ende gegangen ist. Ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten wie verrückt an der Datenanalyse, hoffe Ihnen schon bald auch Resultate zeigen zu können, aber wir haben ja fast 2700 Teilnehmer, alle diese Daten in einer Datenbank zusammenzubringen, sie zu säubern und dann entsprechend zu analysieren. Also da müssen Sie uns einfach auch noch etwas Zeit lassen. Das kann man nicht so schnell, wenn man es gut machen will. Aber ich musste im letzten Dezember in Zürich zum schwierigen Thema, kann Krimi lesen, die Gedächtnisfunktion verbessern, sprechen. Und ich muss Ihnen sagen, das war eine ziemliche Knacknuss. Und eigentlich, wie ich versucht habe, mich da aus der Affäre zu ziehen, ist genau eben mit dieser emotionalen Involvierung. Also wie emotionaler Sie mitgehen beim Krimi-Lesen, beim sich vorstellen mit den Hauptprotagonisten mitzuleiden oder sich aufzuregen, das ist entscheidend, ob Sie etwas profitieren für Ihre Hirnleistung oder nicht. Jetzt, ich bin mir bewusst, nicht alle Leute lesen gerne Donna Leon, das konnte ich natürlich nicht so einfach so sagen im Vortrag, weil sie war in der vordersten Reihe. Und ich habe es dann einfach so gemacht, Emotionen kann man haben, ja, was immer man liest, vielleicht gibt es Leute, die auch hier beim Blicklesen Emotionen haben und so ihr Hirn aktivieren. Ich glaube, wie auch immer,
wenn man solche Emotionen aufbringt beim Lesen, dann denke ich, ist das eine sehr stimulierende Hirnleistung, die in dem Sinn eben ihr Hirn auch vor Abbau schützt und in dem Sinn so trainiert im Sinne use it or lose it. Also Sie sehen, es macht im Prinzip über diese Stimulation eine Hirnzellvernetzungsverdichtung. Also es werden nicht neue Hirnzellen wachsen, aber wie die miteinander kommunizieren, diese Vernetzung wird sich verbessern. Eine Teilnehmerin im Saal hat mich dann gefragt, ja, also sie schaue eben lieber die Filme an. Die sind ja auch schön, also wenn man gern Venedig hat, ob denn das nicht den gleichen Effekt habe. Und sie war dann etwas enttäuscht, als ich sagte, dass es sicherlich einen Effekt hat, aber nicht den gleich intensiven. Weil wenn Sie natürlich lesen, müssen Sie zuerst mal noch übersetzen, was Sie überhaupt lesen. Sie müssen sich diese Bilder aktiv erarbeiten, sich vorstellen. Das ist natürlich eine ganz andere Hirnstimulation, als einfach vor dem Fernseher zu sitzen und zu konsumieren. Also das wäre ich dann auch losgeworden. Ja, und wenn Sie heute etwas auf dem Markt schauen, wenn es darum geht, eben Gedächtnis zu trainieren, da bin ich immer wieder überwältigt, wie viele Dinge da angeboten werden, wie viele vor allem computerisierte Programme mittlerweile zur Verfügung stehen und meist gegen gutes Geld dann auch erworben werden können. Und die Frage ist wirklich, was nützen solche computerisierte Gedächtnis- und Hirnleistungsprogramme? Es gibt mittlerweile mehrere wissenschaftliche Untersuchungen solcher Programme und ich habe Ihnen hier eine der neuesten Übersichten mitgebracht bezüglich zum Beispiel des verbalen Gedächtnisses hier. Also es geht darum, sich an Worte erinnern zu können. Sie sehen hier die verschiedenen Studien, da, und Sie sehen hier die Resultate. Null heißt kein Effekt, Minus heißt ein negativer Effekt, das heißt, man erinnert sich schlechter als vorher und Sie sehen, alles was rechts liegt, und das ist Gottlob die Mehrheit, rot, das ist der Mittelwert, also wir haben einen Effekt, man macht solche Lernprogramme und kann sich tatsächlich besser erinnern. Jetzt das Problem generell solcher Aktivitäten ist, dass sie wohl in der geübten Aktivität besser werden, sich das aber nicht auf die allgemeine Hirnleistung übertragen lässt. Also Beispiel, meine Mutter ist eine überzeugte Kreuzworträtslerin und sie ist also sehr stolz, wie schnell sie das NZZ-Rätsel lösen kann. Ich getraue es mir jeweils fast nicht zu sagen, aber was sie übt hier ist Kreuzworträtsel lösen. Also sie wird immer besser im Kreuzworträtsel lösen. Inwieweit ihr dies im Alltag und im Sinne der allgemeinen Hirnleistung dann wirklich etwas nützt, mag ich etwas zu bezweifeln. Was nützt Ihnen die Stadt im Baltikum? Oder? Das ist so eine berühmte Frage. Wenn Sie das wissen, also, dann wissen Sie deswegen den Namen Ihres Nachbarn nicht besser. Also Sie sehen, die Problematik solcher Lernprogramme ist, sie sind sehr beschränkt auf das, was sie üben. Sie können das nicht übertragen. Aber keine Angst, es gibt Dinge, die sehr weit sich übertragen lassen auf die allgemeine Hirnleistung. Dazu aber vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was ändert sich denn im Hirn, das älter wird? Eigentlich kann ich Sie beruhigen, es ändert sich nicht viel. Wir können immer alles noch gleich gut, wir sind einfach langsamer. Das ist ein typischer Effekt,
des puren Älterwerdens. Und das hängt damit zusammen, dass der Älterwerdungsprozess im Hirn nicht anders ist wie bei allen anderen unseren körperlichen Zellen. Da geht ständig eine Aktion, kann man sagen, vonstatten, die einerseits eben in einem Abbau besteht, also Zellen bauen sich ab und gleichzeitig werden sie wieder repariert. Jetzt leider ist es so, dass sich immer etwas mehr abbauen als repariert werden können. Jetzt aber, wie sehr diese Waage hier rechts nach unten zieht, hängt maßgeblich ab von Zusatzfaktoren. Zusatzfaktoren, die wir mehr oder weniger beeinflussen können. Ich denke, die Genetik können wir zumindest jetzt noch nicht beeinflussen. Also es gibt Gene, die machen, dass man besser altert, andere, dass man schlechter altert. Wo wir schon mehr machen können, ist mit der Energie und der Ernährung. Und wo wir wahrscheinlich noch mehr in der Hand haben, ist, wie wir leben, wo wir leben, wie wir uns ausbilden, letztlich alles Fragen rund um den Lebensstil. Jetzt dazu gab es bis anhin sehr viele Studien, die einfach geschaut haben, wie hat jemand funktioniert, mit welchen Eigenschaften im Alter von 30, und dann hat man wieder geschaut, 50 Jahre später, und da irgendwelche Rückschlüsse getroffen. Man hat aber nie die Studie gemacht und gesagt, Sie werden jetzt Ihren Lebensstil verändern, und ich sage Ihnen genau wie. Ich mache nichts. Und in ein paar Jahren schauen wir, ob das die Hirnalterung, also wenn wir das messen in Ihrer Hirnleistung, beeinflusst. Das wurde erstmals jetzt gemacht und das ist die wichtigste Studie von heute Abend, die ich Ihnen zeigen will, was ist die erste und bis jetzt einzige diesbezügliche Studie. Es ist die Studie, die Fingerstudie heißt, die in Finnland an weit über 1000 Studienprobanden, die kognitiv normal waren, durchgeführt wurde. Und im Prinzip hat sie gezeigt, dass mit lediglichen Lebensstilmodifizierungen sich die Hirnleistung nach 2 Jahren verbessern lässt. Jetzt werden Sie alle fragen, ja, was haben die denn gemacht? Sage ich Ihnen gleich. Sie haben ganz gezielte Ernährungsinformation bekommen. Man hat ihnen gesagt, wie man sich ernähren muss, dass das Hirn davon profitieren kann. Man hat sie trainieren lassen, körperlich. Muskeltraining, aber auch aerobes Training, also gehen und zum Teil auf dem Velo, auch aerobes Training. Und dazu kam kognitives Training. Das war gemischt, zum Teil in Gruppen, zum Teil auch mit solchen Computerprogrammen, aber es war auch sehr viel im Austausch mit anderen. Also für mich ist das auch sehr viel im sozialen Kontakt interagieren. Und die einzige Aufgabe für den Hausarzt war, die vaskulären Risikofaktoren gut zu behandeln, also einen hohen Blutdruck, einen allfälligen Diabetes, ein allfällig hohes Cholesterin gut medikamentös einzustellen. Und sehen Sie, das hat man verglichen mit einer Gruppe, eben, die man willkürlich eingeteilt hat, die nur, Sie sehen es hier, einfach so allgemeinen Gesundheitsrat bekommen hat, so allgemeine Vorträge, aber nicht ganz präzise Informationen wie die andere Gruppe. Nach 2 Jahren hat man eine erste Analyse gemacht und ich muss sagen, als doch langjähriger Spezialist in diesem Gebiet, war ich sehr beeindruckt, wenn man diese Resultate anschaut. Vor allem, wenn man jetzt eben schaut, was die Frontalhirnleistung da nach 2 Jahren gemacht hat. Sie sehen das hier oben. Die Frontalhirnleistung, oder eben man nennt sie auch Exekutivfunktion, also alles, was kompliziert ist, sehen Sie rot nach 2 Jahren deutlich
über der blauen Linie der Kontrollgruppe. Also das ist erstmals der Beweis, dass eben nicht einfach spontan gewählt, wie man das auch für sich selber dann eben am besten findet, sondern gezwungen sagt, Sie sind jetzt in diesem Programm, ich bin es nicht, in 2 Jahren schauen wir wieder, zeigt, das hat eine ungemeine Potenz auf die Hirnleistung, und zwar auf die Hirnleistung allgemein, eben nicht nur auf irgendeine ganz spezifische Gedächtnisleistung, weil man die spezifisch auch geübt hat. Ja, jetzt werden Sie sicher fragen, was haben denn die essen müssen oder essen sollen, um eben ihren Hirnstatus optimal zu beeinflussen. Und ich habe es Ihnen mitgebracht, es ist die Mind Diet, und zwar abgeleitet von der mediterranen Intervention für neurodegenerative Verzögerung, so hat sich das zusammengesetzt, dieser Name. Und Sie sehen, wenn man konsequent so isst, hat man gesehen, jetzt in einer anderen Studie, ist allerdings eben nicht eine wirkliche Studie, wo man sagt, Sie essen jetzt so, ich nicht, und dann schauen wir wieder. Man hat einfach beobachtet, wie Leute essen und wie sie sich in den nächsten 4,5 Jahren entwickelt haben. Das ist nicht ganz das Gleiche. In dem Sinn kann man ja sagen, ja, wenn jemand eben vielleicht so ist, wie es gut wäre, dann hat er auch andere guten Voraussetzungen, eben eine gute Hirnalterung zu haben. Also in dem Sinn sind wir da nicht so 100% sicher, aber ich habe Ihnen ja einfach mitgebracht, eben was man da letztlich erwartet hat. Sie sehen also, was gut ist fürs Hirn, sind grüne Blättergemüse, was immer das dann auch ist, auch andere Gemüse, dann Nüsse, Beeren, Bohnen, Vollkörner, Fisch, Geflügel, Olivenöl und für mich das Beste, der Wein. Also der Wein, ein Glas pro Mahlzeit. Also nicht beim Frühstück. Dann sehen Sie, was eigentlich eben eher als vermeidbar gegolten hat. Und da sehen Sie zum Teil, das beißt sich etwas mit der Ernährung für Muskelgesundheit. Und da sehen Sie schon etwas das Spannungsfeld, wo wir da drin sind. Sie sehen also rotes Fleisch, Butter und Margarine, Käse und auch Süßigkeiten und letztlich eben auch Fast Food oder Frittiertes. Das ist als ungünstig taxiert. Also, wenn man das konsequent macht in dieser Observationsstudie, dann hat man im Prinzip eine Hirnleistungsverbesserung oder eine Verlangsamung der Hirnalterung in über 50%. Wenn man sich so mehr oder weniger dran hält, so vielleicht etwas weniger strikt, das wäre wahrscheinlich eher ich, dann wäre man doch immerhin noch, Sie sehen es hier, bei 35%. Ja, nehmen wir das mal mit. Es geht noch weiter. Also eine neueste Studie, die ist gerade vor 2 Wochen publiziert worden, die möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, weil sie zum Teil in die ähnliche Richtung geht, aber zum Teil auch zeigt, wie doch alles etwas relativ ist. Also hier hat man in Taiwan an über 665-Jährigen und plus geschaut, auch hier wieder nur eine Observation, inwieweit tatsächlich eben Lebensstilfaktoren, zum Teil über ihre Tätigkeit, aber dann auch über die Ernährung, tatsächlich innerhalb von 2 Jahren die Entwicklung der Hirnalterung oder der Kognition beeinflusst hat. Und wenn Sie hier sehen, kommen wir wieder auf interessante Bestätigungen. Sie sehen, es braucht viel Gemüse und Fisch, es braucht regelmäßige körperliche Aktivität, hier neu nicht zu rauchen und wieder interessant, leichter bis mäßiger Alkoholkonsum.
zusätzlich in dieser Studie, und darum bringe ich das, sieht man, dass Leute mit finanziell besseren Verhältnissen deutlich besser abschneiden. Die in komplexeren Berufen arbeiten, ebenfalls besser abschneiden. Und die bezüglich Ausbildung 12 Jahre und mehr gemacht haben, ebenfalls besser abschneiden. Also hier sehen Sie, dass man vieles von der späteren Hirnalterung eigentlich schon in jüngeren Jahren vorbestimmen kann, gute Ausbildung. Meistens mit der guten Ausbildung wahrscheinlich dann auch das höhere Einkommen. Also das sind Dinge, die häufig gekoppelt sind. Und Sie sehen eben, wie dann letztlich der Verlauf ist bezüglich der Kognition. Sie sehen höheres Einkommen. Sie sehen also eben mehrere dieser Faktoren vorhanden, wie die Kurve hier durchgezogen deutlich höher verläuft, als wenn man das nicht hat. Aber Sie sehen vor allem eben auch, wie in den unteren Einkommensgruppen tatsächlich eben noch mit einem ungesunden Lebensstil das doch signifikant schneller fortschreitet, als eben denen, die sich an diese Vorgaben halten. Ja, und ich habe jetzt sehr viel gesprochen von diesem Frontalhirn und wo das überall involviert ist. Und jetzt möchten Sie natürlich wissen von mir, ja, wie kann man dieses Frontalhirn trainieren? Ich bin etwas vorsichtig, wenn ich sage trainieren, weil das Hirn ist kein Muskel, obwohl ich heute im Gegensatz zu vor 20 Jahren wirklich der Meinung bin, Sie können die Hirnleistung beeinflussen, aktiv, durch sehr viele Maßnahmen. Aber eben je nachdem, was Sie machen, ist nicht alles gleich wirksam. Und was ich Ihnen hier noch etwas eröffnen möchte, ist eine ganz spezielle Art, diesen präfrontalen Kortex oder eben jetzt dieses Frontalhirn zu aktivieren, ist Musik. Und da müssen Sie nicht einmal Musik spielen aktiv, Sie müssen nur zuhören. Aber Sie müssen aktiv zuhören. Background Music, das zählt nicht. Also aktiv zuhören. Sie sehen hier wieder, ähnlich wie vorher bei den jungen Medizinstudenten in der Röhre, hat man Musiker und Nicht-Musiker in die Röhre gesteckt. Sie sehen jetzt in den Bildern, wir sind hier im Vorderhirn. Sie sehen hier die beiden Augenhöhlen und da sehen Sie diese farbigen Punkte jeweils eben im Vorderhirn. Und das Ganze wurde in 2 Aufgaben getestet, bei Musikern und Nichtmusikern. Und wenn Sie jetzt schauen, was passiert bei der ersten Aufgabe, da wurde eine Beethoven-Sinfonie gespielt über Kopfhörer und die Aufgabe war für Musiker einfach. Man musste einfach ganz gezielt die erste Violinstimme heraushören. Sie sehen, die Musiker, die sind mäßig erregt, das hat da so ein paar Punkte, aber Sie sehen, die Nichtmusiker, die sind etwas erregter, also wie weißer, wie heller die Punkte, umso aktiver. Und Sie sehen eben, dass die Nichtmusiker, die nicht so vertraut sind mit dieser Aufgabe, da viel mehr Aufmerksamkeit brauchen und mehr leisten. Jetzt bei der zweiten unteren Aufgabe war das Ganze etwas anders. Hier hat man den Probanden gesagt, jetzt machen Sie bitte einfach wirklich Ihre Seele auf und Sie genießen die Musik, Sie schwelgen in der Musik. Und da sieht man, dass die Musiker, die wahrscheinlich eben diese Sinfonie sehr gut kannten, massiv schwelgen, Sie sehen da diese farbigen Punkte und dann sehen Sie bei den Nichtmusikern, die auch schwelgen, aber sagen wir doch etwas weniger. Warum zeige ich Ihnen das? Um Ihnen eben zu zeigen, wie durch gezieltes Hören einer Musik, wo Sie auch Emotionen reinlassen, es zu einer ganz gezielten Aktivierung Ihres Frontalhirns kommt. Ja, wenn Sie dann sogar Musik spielen, und zwar als
doch, ich würde sagen, nicht gerade als Profimusiker, aber doch als, sie nennen das High Activity Musicians, also da übt man dann schon mindestens dreimal pro Woche. Dann sieht man, wenn man das mehr als 10 Jahre gemacht hat im Leben, da altert das Hirn deutlich besser. Also Sie sehen, in allen Aufgaben hier neuropsychologischer Testung sind die schwarzen Säulen, das sind die High Activity Musicians, die besten. Ja, jetzt, wenn man auch bezüglich der Sprachverarbeitung, vor allem die Schnelligkeit des Sprachverständnisses anschaut, auch hier sieht man, dass ältere Amateurmusiker schneller sind als die vergleichbaren Nicht-Amateurmusiker. Also Sie sehen, es geht hier vor allem einerseits um das Sprachverständnis, aber auch die Geschwindigkeit dieses Verständnisses. Ich habe Ihnen vorher gesagt, eigentlich die einzige Veränderung, die wir im Hirn durchlaufen, durch den Älterwerdungsprozess, das Tempo. Das verlangsamt sich bei den einen schneller als bei den anderen. Das Ganze ist abhängig vom Alter, vom Geschlecht und von der Ausbildung. Das wissen wir heute und darum haben wir Normwerte und darum können wir heute ganz genau sagen, ob jemand noch in der Norm ist oder ob das eben nicht mehr normal ist. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich bringe das auch noch mit. Vielleicht haben Sie Großkinder, die ein Instrument spielen müssen. Wenn Sie sie 4 Jahre halten können, werden Sie später im höheren Alter einen signifikanten Vorteil haben. Also ich finde, 4 Jahre muss man durchhalten, da braucht es manchmal auch die Großeltern, die vielleicht etwas pushen. Aber die Zahlen respektive die Studien hier sind sehr überzeugend. Sie sehen so, ab 4 Jahren Training kommen effektiv die Vorteile im Sinne eben einer viel schnelleren Reaktionszeit auf verschiedenste intellektuelle Aufgaben zum Tragen. Ja, und dass es nie zu spät ist, bezüglich einer musikalischen Aktivität, hier eine wunderschöne Studie, wo Senioren sich entschlossen haben, neu Klavier zu lernen, Klavierstunden zu nehmen. Man hat das begleitet in der Messung ihrer Hirnleistung und Sie sehen, man staunt, man hat natürlich eine Kontrollgruppe gebraucht, die eben nicht Klavierunterricht nehmen. Die Probanden waren 60 bis 85 Jahre alt und Sie sehen auch hier, wie eben diese Verbesserung bereits nach 6 Monaten in der Hirnleistung, und zwar in der generellen Hirnleistung, nicht nur im Gedächtnis, nicht nur irgendwie im sich an Namen erinnern, verbessert hat. Ja, das bringt mich dann auch noch zu den Resultaten der Einstein-Aging-Studie, wo man verschiedene Freizeitaktivitäten mit dem Risiko einer späteren Demenz assoziiert hat. Und da gibt es tatsächlich eben auch Aktivitäten, die tatsächlich vor Demenz zu schützen scheinen. Also Sie sehen auch hier ein Instrument spielen oder tanzen. Das bringt eine Risikoverminderung von fast 80%. Also da sehen Sie, es gibt Aktivitäten, die offensichtlich das Hirn trainieren in seiner Ganzheit, vor allem eben über das Frontalhirn, das letztlich eben dann Effekte hat, die sich auf verschiedenste Hirnleistungsdomänen übertragen und sich dort positiv auswirken. Ja, und ich kann nicht schließen, ohne eine Lanze zu brechen für die Jacques Dalcroze-Rhythmik, weil das ist eine Aktivität, die wir sehr gut auch hier in Basel erforscht haben. Sie wissen wahrscheinlich eben, das ist nicht irgendwie Musik, das ist Musik live am Klavier gespielt. Man lernt dann auch anhand der Melodie, wie eben man sich zu dieser Melodie bewegen darf, soll, also ob man jetzt mit der oberen Extremität den Rhythmus übernimmt, mit den unteren oder mit beiden.
Ich kann Ihnen sagen, das erste Mal, als ich das versuchte, eben mitzumachen, habe ich sehr schnell einfach aufgeben müssen. Sie sehen hier, das sind alle im Schnitt 80-jährige Damen, die sind etwas im Vorteil, das sind alles pensionierte Rhythmiklehrerinnen. So bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, Rhythmik im Alter zu erforschen, weil eigentlich ist Rhythmik gedacht für Kinder in der Musikerziehung. Und ich habe diese Damen dann, die zeitlebens Rhythmik gemacht habe, ins Labor geholt und sie über diesen Teppich, wie diese Dame, die ich Ihnen gezeigt habe, laufen lassen. Und die waren dann riesen Fan von mir, weil ich ihnen bestätigen konnte, dass sie ein Dual-Task-Verhalten, eine Fähigkeit, zwei Dinge gleichzeitig zu tun haben, die vergleichbar ist mit 20-Jährigen. Lassen Sie sich das mal sagen, wenn Sie 80 sind, das ist ein Kompliment. Und das haben wir dann auch publiziert und das hat dann auch dazu geführt, dass wir dann auch eine Studie gemacht haben mit rhythmikunerfahrenen Senioren, die nie Rhythmik zuvor gemacht haben, einmal pro Woche während eines halben Jahres. Und siehe da, die haben sich signifikant verbessert in ihrer Dual-Task-Fähigkeit. Und was uns noch mehr gefreut hat, sie sind über 50% weniger gestürzt. Man weiß, was ein Sturz im Alter bedeuten kann. Und solche in über 50% zu verhindern, können Sie sich vorstellen, was das für ein Benefit hat. Ein Benefit, der vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt sehr schnell begriffen wurde, heute auch angeboten wird, aktiv in praktisch allen Quartieren der Stadt, im Café Balance. Da können Sie für wenig Geld praktisch jede Woche an einem solchen Atelier teilnehmen. Basel-Land hat nachgezogen. Es ist nicht der Kanton, der das Geld hat, das zu subventionieren. Es ist die Spitex, die das anbietet. Und mittlerweile haben wir also auch mindestens in den umliegenden Gemeinden um Basel-Stadt auch ein Angebot diesbezüglich, was die Dalcross-Rhythmik anbetrifft. Ja, und ich denke, damit bin ich am Ende. Danke, dass Sie so geduldig zugehört haben und bin gerne bereit, Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Saal? Jetzt haben wir hier vorne eine Frage. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon da ist, weil wir haben ja noch einen anderen Saal, wo alles live übertragen wird, die Dame hier, sodass alle die Frage gut verstehen. Bitte. Also Ernährung ist etwas, das mich auch sehr fasziniert und interessiert. Und nebst der guten Ernährung und all dieses grüne Zeug gibt es ja in der Drogerie noch 1000 Zusatzstoffe von Fischkapseln und Hagebutterpulver und weiß Gott was. Reicht denn eigentlich das, was Sie jetzt uns gesagt haben, aus oder muss man da noch all diese Töpfe aus der Drogerie auch noch dazu konsumieren? Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage. Eine Frage, die natürlich häufig gestellt wird. Ich denke, Sie können aus meiner Prioritätensetzung meine Antwort etwas erraten. Alle diese Substanzen, die angeblich gepriesen werden, dass das Ihre Hirnleistung verbessert, das nützt vor allem dem, der es verkauft. Ich will nicht sagen, dass die Datenlage überall einfach total nicht vorhanden ist. Es gibt gewisse schwache Signale für gewisse Substanzen. Ich möchte Ihnen aber einfach sagen, dass hier auch wahrscheinlich das Vitamin D, das wir ja auch aus Muskelgründen sehr propagieren, wahrscheinlich eines der wichtigsten ist. Alles andere ist in dem Sinn wissenschaftlich absolut nicht untermauert. Es gibt gewisse Signale für, Sie haben von Fischölen gesprochen, also Omega-3 und 6 Fettsäuren. Da muss ich Ihnen sagen, da verspreche ich mir sehr viel aus der Do Health Studie. Dort haben wir verschiedene Dosierungen getestet. Wir haben das über letztlich fast 3 Jahre gemacht. Und ich muss Ihnen sagen, wenn wir dort kein Signal entdecken, dann ist das auch definitiv vom Tisch. Also sind Sie einfach vorsichtig diesbezüglich.
Es gibt wirklich keine Wunderpille, die Ihnen das Hirn erhält. Ich glaube wirklich, da kommen wir zurück zu Juvenal und zum guten antiken Rom. Es ist wirklich dieses Wechselspiel zwischen Körper, körperlicher Aktivität, Hirn, Hirnaktivität und wie sich das gegenseitig beeinflussen kann, wo ich das größte Potenzial sehe. Ja, jetzt haben wir, gehen wir mal, ja, Sie sind gerade da vorne, aber die Dame dort im roten Shirt wollen wir nicht vergessen. Wir beginnen bei Ihnen, Frau Messier. Da müsste ich Sie nicht zu fest körperlich bewegen. Dort können Sie nochmals auf, was natürlich Ihrem Hirn auch wieder zugutekommt. Ich habe eine Frage bezüglich der Sprachen. Ich habe gehört, wenn man mehrere Sprachen spricht, und zwar gut, das habe einen Effekt. Das hängt genau auch wieder eben mit diesem Effekt der Allgemeinbildung und Ihrer Berufsbildung zusammen. Es ist wirklich so, use it or lose it, je früher Sie diese Hirnzellen beschäftigen, umso größere Reserven haben Sie später in einem eventuellen Abbau. Das Phänomen des Sprachenlernens, das ist etwas, das mich sehr fasziniert, weil ich sehr häufig dann bei Patienten mit einer Demenz sehe, wie man diese Sprachen dann auch wieder verliert. Und es ist sehr interessant, diese Reihenfolge. Also das, was man zuletzt gelernt hat, ist das Erste, das wieder rausfällt. So haben wir häufig Patienten, die ein Leben lang hier in Basel gelebt haben, aber irgendwo aus Südamerika kamen oder, ich weiß nicht, aus Frankreich, aus Italien. Und am Schluss sprechen wir dann wieder die Sprache ihres Ursprungs, was ja sehr interessant ist. Ja. Jetzt gehen wir nach hinten. Sie, Dame, dort im roten... Nein, jetzt springen Sie etwas, Frau Mercier. Das ist Herr Hirn. Ganz hinten an der Türe, neben Dr. Niefeler. Meine Frage geht an die Musik. Ja. An welche Musik denken Sie, wenn Sie über Musik sprechen? Spielt keine Rolle. Es muss Musik sein, die Sie interessiert, die Sie emotional mitgehen lässt. Ja, das kann modernste Musik sein, das kann Folklore, klassisch, was auch immer. Es muss Sie ansprechen. Okay, danke schön. Ja, da vorne. Danke, ich schließe mich da gleich an. Ich gehe davon aus, dass unsere Politiker und Politikerinnen nicht so dumm sind, dass sie nicht wüssten, wie Musik, wie Tanz, Bewegung, Rhythmik bei Kindern in der Schule eben all das fördert, was Sie erzählt haben. Und meine Frage geht dahin, wie absichtslos oder wie absichtlich werden bei Sparmaßnahmen genau diese Fächer gekürzt? Theater, Bewegung, Tanz, Musik, Rollenspiele. Und ich gehe sogar so weit zu unterstellen, kühne Unterstellung, dass man eben solche Menschen, die dann heranwachsen, leichter manipulieren kann. Ja, das ist ein ziemliches Statement. Was soll ich jetzt darauf entgegnen? Also Sie sprechen mir ganz sicher aus dem Herzen, dass ich auch der Meinung bin, dass diese kreative Förderung in der Kindheit einen ganz wesentlichen Beitrag darstellt zur Erziehung. Und dass häufig eben, wenn gespart werden muss, gerade das rausfällt, das ist sicherlich falsch. Ich stelle einfach auch immer wieder fest, wie gewisse andere Aktivitäten in diesem Alter dann massiv gepusht werden. Also wir sind ja im Moment in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft. Jetzt, ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie heute Abend hier sind, vielleicht ähnlich interessiert oder uninteressiert sind wie ich. Ich glaube einfach, auch hier haben wir gesellschaftlich einen Gap, dass gewisse Aktivitäten jetzt auch in der Schulzeit mehr gefördert werden als andere.
Und ich hoffe, dass wir vielleicht gewisse Politiker, vielleicht Alterspolitiker da im Saal haben, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und da letztlich auch vielleicht etwas neuen Atem einhauchen können in solche Bemühungen. Haben wir andere Fragen noch aus diesem Saal? Okay, da haben wir noch eine. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon kommt. Ich habe da noch eine Frage. Betreffend der Musik, ist es dann wichtig, kann man zum Beispiel immer dieselben Stücke, die man liebt, hören, oder muss man da auch immer wieder abwechseln? Also jetzt kommen wir in die Details. Jetzt geht es ans Lebendige. Na, ich glaube, Sie können diese Frage wahrscheinlich selber beantworten. Wenn Sie immer dasselbe spielen, aktivieren Sie Ihr Frontalhirn, weil Sie haben Freude, oder? Weil Sie es können. Und weil Sie Emotionen haben, weil es ja schön, wenn man sich dann so spielen hört. Aber wenn Sie Ihr Frontalhirn noch etwas mehr stimulieren wollen, dann empfehle ich Ihnen auch mal was Neues einzustimmen. Danke. Ja, dort haben wir auch noch eine Frage. Dann müssen wir dann mal die Gelegenheit noch in den anderen Saal geben. Ich habe noch eine Frage zum Schreiben. Vor allem denke ich ans Tagebuchschreiben. Mhm. Hat das auch, gibt es da auch Forschungen, wo man weiß, was für ein positiver Effekt das hat aufs Alter? Also aufs Tagebuchschreiben muss ich sagen, da ist mir keine Studie bekannt, aber das Schreiben an und für sich als eine Übersetzung von Gedanken, von Vorstellungen, das ist natürlich eine sehr komplexe Aktivität. Zuletzt nicht auch noch verbunden mit einer motorischen, feinmotorischen Tätigkeit des effektiven Schreibens. Also ich spreche jetzt nicht vom Tippen im Computer, sondern wenn Sie wirklich das noch von Hand schreiben. Ja, also das bringt Ihnen auf jeden Fall auch eine Stimulation. Ich denke einfach, auch hier kommt es wahrscheinlich sehr darauf an, was Sie denn da beschreiben und schreiben. Also auch hier wieder, wie emotionaler das ist, umso mehr involvieren Sie Ihr Hirn und umso mehr werden Sie auch andere Hirnleistungsareale damit aktivieren. Jetzt darf ich mal in den anderen Saal switchen und fragen, haben wir irgendwelche Unklarheiten oder allenfalls zusätzliche Fragen aus dem anderen Saal? Aber ich hätte auch noch eine Frage. Ich war derzeit am Anfang. Ja. Wie ist es mit Singen und Theaterspielen? Nützt das auch etwas? Jetzt weiß ich nicht, sehe ich Sie jetzt da? Ich sehe nicht, wer spricht. Ich hasse das. Ist das im anderen Saal? Ah, okay, gut. Also, die Frage. Singen und Theaterspielen, haben Sie gesagt. Ja, also auch das ist etwas, was sehr viel Hirnleistung beansprucht. Stellen Sie sich vor, beim Singen, also da müssen Sie ja dann richtig singen, also das heißt, es ist eine Kontrolle letztlich, ob Sie das, was Sie machen, auch richtig machen. Also das ist schon eine riesen Hirnleistung, das zu kontrollieren. Dann müssen Sie einen Ton reproduzieren aus dem Gedächtnis oder ab Noten. Also das ist auch wieder eine zusätzliche Leistung. Und dann müssen Sie den Ton und alles, das ein Klavierspieler einfach mit einer Taste andrückt, auch noch selber machen. Also singen ist bewährtermaßen, und wir wenden das häufig an, auch bei Demenzkranken, eine ausgezeichnete Tätigkeit, das Hirn zu stimulieren, in dem Sinn die Hirntätigkeit zu fördern. Was ich jetzt ganz interessant finde, das ist Ihre Tätigkeit, die Sie da vorschlagen, das ist das Theaterspielen. Das ist natürlich etwas Wahnsinniges. Und ich kenne oder habe das Glück, viele älter werdende Schauspielerinnen und Schauspieler zu kennen. Sie kennen möglicherweise auch solche. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was die an kognitiver Leistungsfähigkeit im höchsten Alter noch produzieren können. Ja. Wissen Sie, was dort dazu kommt, das ist natürlich immer das Lampenfieber.
Also das ist, wenn Sie eine Performance geben, dann sind Sie immer unter Hochdruck. Das heißt, Ihr Frontalhirn leuchtet, gelber geht es nicht mehr. Und was natürlich auch interessant ist, Sie sind in einer sozialen Interaktion mit dem Publikum, aber auch mit anderen Schauspielern, was bedeutet eben, dass Sie sehr viele Dinge wahrnehmen müssen, die verarbeiten, emotional irgendwie auch begreifen müssen. Und darum, also denke ich, also wenn Sie die Chance haben, Theater zu spielen, machen Sie es. Haben wir andere interessante Fragen aus dem anderen Saal? Ja. Soll ich? Ja. Herr Professor, Sie gelten als Protein-Guru. Und jetzt hätte ich eine Frage zu dem Mind-Diet. Vielleicht habe ich es verpasst. Dort wurden Eier nicht erwähnt. Gottlob, ja. Sie empfehlen, trotz vielleicht erhöhten Cholesterinspiegel, ein Ei pro Tag. Das ist richtig. Ist das schon alte Weisheit? Nein, oder gilt das ist alte und junge und zukünftige Weisheit, behaupte ich jetzt da ganz frech. Essen Sie Eier und zwar so viel Sie wollen. Hören Sie mir bitte auf mit dieser Cholesterinphobie. Das war völlig falsch in den 80er Jahren. Sie können 600 Eier pro Tag essen. Ihr Cholesterin wird nicht ansteigen. Und was Sie mit diesen Eiern Ihrem Muskel zugute tun, das werden Sie nach ein paar Wochen bereits merken. Und was das natürlich jetzt im Zusammenhang mit dieser Mind-Diet, mit dieser Hirndiät hat, da sehen Sie etwas, eben wie solche Dinge zustande kommen. Ich fühle mich mit meiner Proteine, also Sie haben mich jetzt als Guru bezeichnet, das beschäftigt mich jetzt noch heute Abend, diese Proteintheorie, die kann ich Ihnen sagen, die ist erwiesen, weil man hat auch da Studien gemacht, die einen hat man behandelt, die anderen nicht und man hat den Unterschied gesehen. Was wir bei dieser Mind-Diet gesehen haben, das ist einfach eine Observation. Da will ich zuerst eine Studie, eine Interventionsstudie sehen, wo man willentlich einteilt, wer was macht und nach ein paar Jahren schaut, was es bringt. Also in dem Sinn einfach, wenn es jetzt darum geht, diese Daten zu werten, da helfe ich Ihnen gerne etwas, denke ich, sind wir mit unserer Proteintheorie und was die Muskelgesundheit, die Mobilität anbetrifft, auf sehr gutem wissenschaftlichen Grund. Ich bin einfach der Meinung, man sollte diese Proteine nicht mehrheitlich mit rotem Fleisch zuführen. Also wenn Sie Fleisch essen, essen Sie lieber Geflügel oder dann auch Fisch. Und schauen Sie eben, dass Sie vor allem Proteine aus Milchprodukten bekommen, obwohl jetzt eben in dieser Mind-Diet die Milchprodukte eher als etwas Unerwünschtes sind. Ich glaube, eben bleiben Sie hier bei den harten Facts, das sind Soft Factors, die ich Ihnen, ich musste Ihnen das zeigen, das ist heute die Wissenschaft. Aber ich glaube, das Erste, wenn man wirkliche Interventionsstudien gemacht hat und nicht einfach nur beobachtet. Haben wir noch andere Fragen aus dem anderen Saal? Wenn jemand durch Unfall nachher als Folge Gangschwierigkeiten hat und auch traumatisiert ist, im Spital dann einfach weggeschickt oder einfach kurz nur und wieder weg. Wie kommt man eigentlich hier bei Ihnen? Wie landet man eigentlich bei Ihnen und wie kommt man Behandlung dazu? Und was ist die Behandlung? Ich habe nicht ganz alles jetzt verstanden, aber also ich habe irgendwie mitbekommen, also wie Sie zu uns kommen. Also normalerweise ist der Hausarzt, der bestimmt, ob Sie uns nötig haben oder nicht, der Sie einweist. Und wenn Sie dann in unserem Assessment zum Beispiel eben zu wenig Proteine einnehmen oder eben zu wenig Muskulatur haben, werden wir mit Ihnen trainieren. Also wir
sind die Physiotherapeuten, die mit Ihnen arbeiten werden, und die Physiotherapeuten werden Sie gleichzeitig mit diesem Molkedrink mitbehandeln, den Sie vor und nach der Therapie bekommen werden. Und wenn Ihr Proteinvermögen derart mangelhaft ist, können Sie auch von unserer Protein-Menülinie, Compact heißt die, profitieren. Also es ist die Küche, die uns Menüs kocht, wo Sie garantieren, in jedem Menü mindestens 25 Gramm Protein enthalten sind. Das sind natürliche Proteine, zum Teil sind es auch Anreicherungen, also dass man im Kartoffelstock noch etwas Proteinpulver, neutrales geschmacklich, das merken Sie gar nicht, beimischt und so dann insgesamt auf 25 Gramm Proteine pro Mahlzeit kommt. Das ist so unser Approach. Ich glaube, wir haben diesbezüglich einen einmaligen Approach. Dr. Jürg Niffeler hat eingangs gesagt, es ist uns ganz wichtig, eben nicht nur Forschung zu machen, sondern Forschung auch umzusetzen und letztlich unseren Patienten zugutekommen lassen. Und so versuchen wir eigentlich immer auch eben die neuesten guten Resultate in unserer täglichen Praxis umzusetzen. Was gar nicht so einfach ist. Also die Köche haben da einiges geleistet. Ich hoffe, dass wir bald einmal sogar auch ein Kochbuch kreieren können, so dass Sie eigentlich auch zu Hause solche Menüs kochen können. Von der Ernährung gesprochen, aber ja, es gibt ja auch noch die Physiotherapie. Absolut. Also wenn jemand viel zu wenig Muskulatur hat, dann ja, das muss kann man ja unbedingt nicht einfach so Krafttraining machen. Man muss das unbedingt kombinieren, oder? Und da gibt es spezielle Übungen, die da sehr viel nützen. Ich denke, sehr häufig sind es Übungen für den Quadrizeps, also das ist die Oberschenkelmuskulatur, die vor allem beim Treppensteigen nützlich ist. Weil sehr häufig ist vor allem diese Muskulatur geschwächt beim älteren Menschen und nicht das Treppensteigen ein absolutes Muss und Highlight ist im täglichen Leben, aber sehr häufig hilft es eben, weil man dadurch deutlich besser mobil ist. Und da gibt es einfachste Übungen, die man zum Teil sogar zu Hause mit diesen Plastikbändern machen kann, sitzend auf einem Stuhl, dass man nicht irgendwie noch riskiert, das Gleichgewicht zu verlieren. Also unsere Physiotherapeuten sind voller Ideen und haben in dem Sinn für jeden auch die richtige Übung parat. Bei Ihnen im Spital? Ja. Wie lange ist jemand so im Durchschnitt bei Ihnen im Spital? Im das kommt darauf an. Wir haben verschiedene Programme. Also wir haben unsere Akutklinik. Da ist man relativ kurz. Da ist so 10-12 Tage der Durchschnittsaufenthalt für die Rehabilitation, wo Sie jetzt, ich denke, was Sie jetzt vor allem angetönt haben, das ist die Rehabilitation, dann sind es in der Regel 2 Wochen. Und dann haben wir noch die Alterspsychiatrie, das sind dann die Demenzkranken, die sind dann manchmal eben etwas länger, 3-4 Wochen. Das ist so ungefähr, sind die verschiedenen Abteilungen und die verschiedenen Aufenthaltsdauern. Gut. Dann höre ich, ist Stille, auch im anderen Saal, dann denke ich... Es ist noch eine Frage da. Noch eine Frage, okay. Da vorne haben wir dann auch noch eine Frage. Okay, zuerst der andere Saal. Okay. Wie ist das mit Kreativität, Basteln, wenn man macht das sein ganzes Leben, Malen, Bastelkarte, aber seit jung bis ältere, also Kreativität... Ist das wie Musik spielen? Ja, auf jeden Tanzen? Fall. Kreativität wickelt sich auch im Frontalhirn ab. Und ich kann Ihnen sagen, Kreativität hängt maßgeblich von der Plastizität im Frontalhirn ab. Und da das Frontalhirn so groß ist, nutzen wir dies mittlerweile sogar bei Demenzkranken. Und ich hoffe Ihnen vielleicht in einem Vortrag irgendwann nächstes Jahr zeigen zu können, was schwerst Demenzkranke immer noch in solchen kreativen Leistungen leisten können. Es ist ganz toll, was die noch malen können. Also in dem Sinn, ja, auf jeden Fall, alle Arten von Kreativität sind eine Bereicherung für die Hirnleistung. Jetzt haben wir da vorne noch... Was denken Sie über Magnesium und Vitamin B?
für die Nervensystem, für die Gehirn. Das habe ich leider nicht verstanden. Was denken Sie über Magnesium als Nahrung? Magnesium. Und Vitamin B. Und Vitamin B. Ja, eben, da möchte ich eigentlich den Refrain wiederholen, was ich vorher schon gesagt habe. Man sieht effektiv schwerste Vitamin B-Mangelzustände. Also wenn Sie eine schwerste Alkoholikerin sind und sich nur von Alkohol ernähren, da haben Sie mittelfristig ein Problem mit den Vitamin B-Komplexen. Dann empfehle ich dies zu substituieren. Aber einfach das so zu nehmen und zu glauben, dass Sie damit Ihrem Hirn was Gutes tun, wie gesagt, wem Sie was Gutes tun, das ist dem, der es verkauft. Und das Gleiche mit Magnesium. Es gibt keine wirklichen wissenschaftlichen Studien, die einen Benefit diesbezüglich bewiesen haben. Jetzt haben wir da vorne noch eine letzte Frage. Ich habe nur eine ganz praktische Frage. Wo in Basel gibt es Café Balance? Ich habe Ihnen extra den Plan mitgebracht. Sie sehen in Kuba, dann haben Sie Quartierterrasse Bruder Holz, Lola, St. Johann, Begegnungszentrum Union, das ist die Kliebeckstraße, Kleinbasel, dann haben Sie Kleinhüningen, Sie haben den Quartiertreffpunkt Burg, Wettstein, dann Hirzbrunnen bietet es an, dann in Riechen ist es das Freizeitzentrum Landauer und dann haben wir auch in der Breite, im Gellert was und letztlich das Restaurant Schüpf, das ist in der Bahnhofstraße in Riechen. Das sind aktuell alle Zentren, die das anbieten. Und ich kann Ihnen sagen, zum Teil sogar in Mehrfachausführung, also diese Kurse werden doppelt bis dreifach geführt. Es sind in Basel über 450 Senioren, die wöchentlich einmal Dalcross-Rhythmik machen. Und ich habe mir sagen lassen, in Baselland sind es mindestens ebenso viele. Also um einfach auch die kantonale Parität hier aufrechtzuerhalten. Jetzt gebe ich gerne zurück an Merci, dich, Reto. Jürg, und recht herzlichen ruhe ich Danke, mich Professor etwas Kessig. Aus. Ich möchte Sie noch kurz darüber informieren, dass Sie ab Donnerstag können Sie den Vortrag von Professor Kressig auf der Webseite des Felix-Platter-Spitals nochmal anschauen. Gut. Und dann anschließend sind Sie recht herzlich eingeladen zu einem kleinen Apéro, der ist beim Haupteingang vorne. Und ich freue mich schon darauf, am 10. September ist der nächste Anlass, Sie dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Und nochmals ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind und noch alles Gute und bis bald.